Hey Leute, hier ist der alte Mann mit Kosmutier. Wir müssen jetzt gerade weg. Wir hatten letzte Folge ein nice Gefecht auch gegen eine Fraktion. Wir fliegen jetzt gerade mal mit beiden Schiffen zurück. Oh oh. Oh oh. Wir werden abgefangen. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Alarm, Alarm. Los geht's. Was haben wir denn da Feines? Doch, das ist doch schon wieder diese Fraktion. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. In jedem Fall müssen wir die jetzt schnell ausknipsen. Und das bauen wir anders. So schnell mitnehmen. Was heißt anders bauen? Ich würde gerne ein neues Schiff bauen, was minimal Crew braucht. Nur so 10. Ich habe keine Ahnung, oder? Ich will halt die Crew nicht teilen. Das tun die aber. Wir machen dann auch das mit den Bedienern gleich mal. Wir machen eine Bedienermannschaft. Nennen wir nur Bediener. Die stehen nur an allen Puls. Und alle anderen und die ne? Machen keine Ahnung was. Wir müssen jetzt erstmal einsammeln, weil wir ziemlich viel Verlust haben an Ressourcen. Da müssen wir die Raketen nochmal neu einstellen. So. Und zurück. Back to station. Ist ja ganz nett, aber diese... Ich meine... Das ist ein Todesstern-Raubschiff, wäre schon geil. Ich meine, einen Todesstern bauen? Mit, keine Ahnung, 10 so Diamanten drin? Bau! Weglasern. Aber ich glaube, das könnte langweilig werden über Zeit. Formation, so sehe ich aus. Ich würde gerne eine Raumstation besitzen. Ich meine, kann ich mir bauen. Die steht nur rum. Ja, ein fliegendes Lager, aber das wird irgendwann angegriffen. Aber ich könnte es ja immer bei der Raumstation lassen. Aber dafür bräuchte ich auch viel Crew. Ach ja. So, erstmal verkaufen, was da noch drin ist. Handeln. Das Raumschiff hier. Bauen wir gleich neu. So. Schiff verlassen. Selbst schon, Schiff verlassen. Und die dann rüber? Ja, kommen sie. Abbauen. Laser anmachen. Wunderschön, wunderschön. Also. Was wir brauchen... sind Bediener. Ich nenne sie einfach Gunner oder Benutzer. Oh. Ach, Gunner klingt aber besser. Oder Konsolen-Heinis. Weil ich glaube nicht, dass das gut ist, dass die überhaupt transportieren wollen. Das Ding ist, wenn keine Munition dran ist, gehen die weg und gehen tragen. Aber die sollen sitzen bleiben und sofort feuern und nicht dann noch stundenlang dahin latschen, weil das ist unser Untergang. Das auch nicht, sondern nur benutzen. Weg, weg. Bedienen, bedienen, weg. Ne, selbst Feuer löschen nicht. Die sollen verbrennen. Die sollen verbrennen! Das machen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Maschinenraumbediener. Ist auch egal, zweitrangig. Ressourcen sammeln. Das können wir anmachen. Das ist egal. Aus. Aus, 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 aus. Können auch die roten machen. Die roten!
fast geschafft. Ah. Ah. Oh, scheiße. Das, ja, okay. Jetzt habe ich mir nochmal mehr Zeit angesammelt hier. Sehr schön, wir haben ja sonst nichts zu tun. So, gucken wir mal. Ob da überhaupt noch welche rumlungern? Wir jetzt schnell laufen lassen. So, wir müssen wenigstens ein paar gelbe rumlungern haben, ja? Da sind noch ein paar und da sind ein paar. Schilde. Gut, die lassen wir mal so. Der Rest ist rot. Okay, wir brauchen mehr Betten. Das ist natürlich schön. Schön! Schade, dass es nicht was Größeres dafür gibt. Nochmal 14. Sehr schön. Hervorragend. Damit können wir arbeiten. Okay, komm, das muss ja jetzt funktionieren, oder? So, zurück zur Piratenstation. So, das Ding, was noch stört, sind Lager. Ich meine, wir könnten das hier breiter machen. Pass auf, wir könnten auch noch so machen. Davon war ich immer ein Feind. Aber wir sind ein Kampfcontainerschiff. Das muss sein, ja? Wunderschön, guck mal, wie toll das aussieht. Das sind Seitentaschen für meine kleinen Babys, wie bei so einem Fisch. Ja, der die verschluckt. Das ist Evolution. Sonst nichts. Guck mal, das sieht sogar aus wie ein kleiner Fisch oder so eine Kaulquappe. Panzerquappe. Ja, ständig neue Namen. Achso, warte, wir brauchen ja noch Munition und so. Sekunde. Ins Asteroidenfeld, los! Ihr Mann! So, da. Einsammeln. Wusch, wusch, wusch. Sehr schön. Mehr. Mehr, 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 mehr. Okay. Ach, das ist schon wieder nichts übrig, oder? Alter, der Schwefel wird direkt verbraten. Oh, das Schiff kann nicht ruhig bleiben. Es hat keinen Schwerpunkt. Oder was? Na toll, so viel dazu. So viel zu unseren neuen Schubdüsen. Ah, doch, jetzt hat's. Okay. Oh, wo haben wir denn einen zurückgelassen? Das tut mir natürlich sehr leid. Aber na gut. Ist halt manchmal ein Problem. Ah ne, da haben wir doch die Schwefelsachen. Ich hab's gar nicht gesehen. Was brauchen wir denn nochmal für die EMP-Raketen? Der hab ich, glaube ich, abgebaut. Ne, das ist hier doch. Kupfer. Eisen und Kupfer. Okay, das reicht. Wir haben genug Schwefel. Kupfer. Kupfer. Wir werden es schon schaffen. Ne? So viel zu unserem zweiten Raumschiff. Guck mal, hättet ihr gedacht, dass wir jetzt das Raumschiff haben? Bumm, bam, verkauft, ja?
So. Speichern. Okay, los geht's. Elektrizität drin, das drin, alles nachgeladen, Munition ist voll, Raketen sind voll, ich bin der Beste. Check. Und los geht's. Gucken, ob wir jetzt mit Raketen da rankommen noch. Ah, die fängt da an. Yeah, bang. Ist egal, einfach rein. Der hat so viele Schilde. Der dreht den Laser. Der dreht den Laser. Alter, ich hab Angst. Angst vor dem Laser. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. So, wir speichern mal ab. Wir versuchen es mal auf die harte Tour. Los geht's. Scheiß auf deine Feuerkraft, du Lappen. Feuer! Oh, da ist er schon durch. Ein Laser schießt noch nicht mal. Wenn er überhaupt schießen kann. Komm schon. Ja, komm schon. Schilde sind durch. Auf jeden Fall die großen. Ja! Ja! Es funktioniert doch! Lang leben die Bediener. Bam! Junge! Das war's! Wir haben's geschafft. Hast du mal direkt diese Bediener-Crews gemacht, ne? Okay, wir müssen... Jetzt müssen wir wieder Lagerräume ausbauen. Einfach stehen bleiben. Und los geht's. Sammeln! Wir machen noch ein bisschen Lagerräume. Ups. Meine Triebwerke, da müssen wir, glaube ich, nochmal ran. Aber das Ding ist, so viel Geld brauchen wir nicht mehr. Es ist einfach egal. So, deswegen würde ich mir wünschen, ich kann irgendwas damit machen, wie eine Raumstation bauen. Ne? Eine Raumstation bauen und dann einen Trader bezahlen, die irgendwie traden, eine Fraktion gründen, wie bei Mountain Blade. Und dann Schiffe und Serie produzieren, ja? Und dann sehe ich so Gottwalzers rumfliegen. Richtig geil. Richtig gut. Ich weiß nicht. Es ist... Ich meine, ich könnte doch mich auf sowas wie die Kristalle konzentrieren. Und sagen, wir bauen nur das ab. Das, das, das. Die Laser... Die Generator, die Schilde. Ich hab das überall nur Eisen drin und so. Große Kanonen, das. Den da.
sicher. Wir sind halt super aufgestellt, ne? War das nochmal mit den Einsammeln? Ich hab das vergessen. Ich kann sagen, was eingesammelt werden soll. Ich hab schon wieder vergessen. Das muss ich dann andermal machen. Oh Gott, diese armen Menschen. Direkt ihre Crew hat die abbauen. Zack. Oh, tut mir leid. Okay, alles klar. Komm, wir fliegen weg. Das haben wir erledigt. So, dann fliegen wir mal zurück. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben eine Mission erledigt. Wir sind unsterblich. Alter, 12. Meine Güte. Nummer 22 neu. Also die Missionen, die lohnen sich. Kann man sagen, was man will. So, dann machen wir mal die da. Komm, wir wollen nach der Reihe dann so. Gegen den Uhrzeigersinn. Komm, das ist doch... Oh, guck mal, die Kanone haben wir falsch rum gebaut. Dann ist die andere auch falsch rum. Das ist doch dämlich. Das habe ich gar nicht gesehen. So, besser. Oh, einer... Oh, wir haben einen zurückgelassen. Mehr als einen. Tut mir leid. Passiert halt. Dafür ist mein Raumschiff bekannt. Können auch die Triebwerke hier hinbauen. Hier und hier hin. Okay. Alles klar. Wir haben einen Freund. Ich meine, es gibt keine bessere Panzerung. Wenn ich den jetzt einbauen würde, dann hätte ich einen Asteroiden als Panzerung da. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass es losgeht. Oh, Mist. Ach, so einer ist das. Ich finde, die sind gar nicht so stark. Ich würde gerne sowas einstellen wie Mindestdistanz. Alter. Ach, du Scheiße. Kanonengemetzel. Alter! Teuer, aber naja, nichts aber. Scheiße war das. Ja, wir können ja noch mehr Panzerung reinbauen. Die länger machen. Oder mehr Abstände. Wir machen das so Hammerhai-mäßig. So, okay. Sind alle drin? Weiter geht's. Stehen bleiben! Ach du Scheiße. Feuer! Oh Gott, chill, haltet durch! Mann, was soll das denn? Warum fährt der so nah dran? Das ist doch dämlich! Gut, dann machen wir das wieder manuell. Und tschüss. Komm, wir brauchen das Zeug nicht. Das eine sind Diamanten oder so. Das war hier, oder? Klick mit rechter Maustaste. Aha.
Also, wir brauchen nicht Munition, Raketenbauteile, EMP-Bauteile würden wir mitnehmen. Hyperium nehmen wir auch nicht mit. Meine Stahl kann ich auch weglassen. Dann sind wir mir sicher, dass wir wirklich nur das gute Zeug mitnehmen. Sehr gut, das ist auch durch. Und alle drin. Ja, es hapert bei uns immer noch bei der Front. Immer noch. Ne, die Front macht uns zu schaffen. Ach. Ja, es sind schon zwei frei pro Deck. Oh, das sind wieder fünf. Oder drei. Fünf. Okay, jetzt, wir haben eine Rechnung offen. Mal gucken, ob es funktioniert. So, stellen wir uns hier hin und hoffen das Beste. Alle Mann an Deck! Alle Mann in Formation! Es geht los! Die Rache der Rachlosen! Ich speichere jetzt mal nicht mehr. Ach komm, das sind Zweierschiffe. Es tut mir leid. Keine Fünfer. Komm, die Raketen kommen jetzt gleich alle. Bumm! Bumm. Atomrakete. Bam. Wusch. Eine Atomrakete hat gereicht. Der geht durch. Die Raygun ist einfach durchgegangen. Der ist auch Geschichte. Der ist Geschichte. Weiter. Egal. Ignorieren. Den letzten. Pass auf, das ist jetzt Big Mama. Es ist Big Mama. Oh. Oh scheiße. Atomraketen. Bereit machen, Atomeinschlag, Alarm, Alarm! Oh Gott. Oh Gott, das war die Raygun. Sir, die Raygun, sie ist, was mit der Raygun? Sie ist weg. Einfach durchballern, einfach, guck mal, so kann man die auch platzieren. Das Schiff ist ganz anders gebaut, ne? Alter, scheiße. Sir, die, linke Front hat sich auch aufgelöst. Verluste? Egal. Hauptsache, wir gewinnen. Oh, Gott sei Dank. Komm, mach das weg. Es ist, er liegt offen. Oh. Mein Gott, Walter. Wir haben so viel Crew im Weltall. Und ist das teuer. Nee, Schwefel brauchen wir nicht mehr. Alle Mann zurück! Okay, sehr gut, sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht. Ach du Scheiße, da ist noch einer. Der gehört aber nicht zur Mission, oder? Ah, so einer. Nee, den kennen wir noch gar nicht. Alles raus. Ein paar Schilder sind noch gar nicht aufgeladen. Oh, das ist ein Raygun-Schiff. Es war ein Raygun-Schiff, Entschuldigung. Eigentlich bräuchten wir hier hinter noch mehr Panzerung. Ach, deswegen wollen wir so nah ran, wegen den blöden Lasern. Die sind noch angewiesen. Und tschüss. Das ist aber viel Eisen. Haben wir aber auch noch. Ich glaube, Kupfer fehlt einfach nur. Komm mal mit denen da. Oh ja. Hallo, Kupfer. Oh ja. Nee, davon haben wir nichts mehr. Wird auch mal Dreck verarbeitet. Dreck.
Zu Dreck wird das verarbeitet. Müssen wir nochmal Dingens holen. Wie viele Diamanten haben wir denn noch? Ich glaube nämlich, das ist ein Problem. Ne, da haben wir noch ein paar. Erstmal wieder alle rein. Wir brauchen doch... Kohlenstoff. Oh, Kohlenstoff. Für Diamanten. Oh ja. Oh, Kohlenstoff, wo bist denn du? Komm doch raus, zeige dich. Platz. Uran, immerhin. Okay. Weißt du was? Komm, wir bauen nur noch Atomraketen. Im Ernst? Die sind zwar nicht gelenkt, aber komm, was können die kleinen Raketen denn noch ausmachen? Ja? Was können die denn bitte noch? Wir machen nur noch Atomraketen. Wir brauchen halt viel Zeug dafür. Oh, die sind aus, Alter. Wir nehmen noch Atomraketen. Und ein paar EMP-Dinger, ja? Komm, was soll's. Ehre dem Atom. Weil das ist ja sowieso nur Spam hier. Kommen dann alle in den Müll. Klar, eben haben, vorhin haben wir uns Raketen auch weggemacht, aber das waren auch die Atomraketen. Ne? So können wir auf jeden Fall gehasst werden. Das auf jeden Fall. Sie werden uns hassen. Komm, wir gehen nochmal zur Station zurück. So ein Abschluss für die Folge. Und werden mal hier ein bisschen verkaufen. Also ich bin noch nicht ganz zufrieden, besonders was das Energiemanagement angeht. Wir müssen da nochmal ran, würde ich sagen. Ne? Ich muss nochmal nachlesen, wie das ist mit den Schilden. Sag ich auch ständig. Guck mal, 3 Stück. Nochmal 26 Crew mehr. Jetzt sind wir beim Maximum von 210 erstmal, wegen Betten. Weil damit, ich meine, sollte auch hinhauen, oder? Klar, wir haben hier diese bescheuerten Laufwerke. Theoretisch müsste ich hier nochmal Fließbänder hinmachen. Oder einfach diese Dinger wieder wegmachen. Also, was wir mal verkaufen ist... alle Raketen. Weg. Weg. Ja, wieder Dingensteile hier. 2000 können wir behalten. Alter, yo! Sehr schön. Macht Platz auf meinen Decks. Ja, und die ganze überflüssige Munition, die wir eingesammelt haben, müssen wir auch verkaufen. So. Bauen wir einfach neu. Wir haben ja hier noch. Pass auf, jetzt wird direkt mitproduziert. Aber nee, wird ja nicht ausgeliefert dann. Ausgeliefert! Wie so eine Geisel. Oh. Na gut. Dann doch nicht. Ey, wir haben zu viel Stahl hier, das gibt's doch nicht. Das war das Maximum, was ich verkaufen konnte. Das war nicht das, was wir haben. Dann müssen wir nochmal zur anderen Station. Aber Leute, das können wir alles nächste Folge machen. Ja, wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Cosmo Tier. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.